Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wiegoff, ich bin der Medi-Urs. Euer großer Wunsch und Wille war es, dass ich mich mal zum Material von Temu auslasse und ein bisschen was davon. Wir haben da schon mal was angerissen, wir haben da schon mal was angequatscht und wir haben uns auch ein bisschen was bestellt. Und das Ganze ist schon eine Weile her, wir haben ein paar Sachen mal durchprobiert. Und da möchte ich einfach euch mal so ein bisschen an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Habt ihr Bock? Los geht ihm. Also, ein wunderschönes Teil, was wir uns beschafft haben und was wir ausprobiert haben in mehreren Spielen und Gangarten, das ist diese Werkzeugtasche, eine Werkzeugrolle. Hier oben haben wir eine Netztasche, wir haben hier eine Schlaufe. Eine Stecktasche, wo zum Beispiel eine Schere reinpasst. Wir haben hier einen Griss. Haben hier oben eine flache Tasche, wo wir ein bisschen was für Dokumentation oder so reinpacken können. Und haben hier vier verschiedene Fächer, die wir unterschiedlich füllen und packen können. Das Ganze wird dann so wieder zusammengeschraubt. Mit den Steckschließen dann tatsächlich wieder zugemacht. Sieht dann so aus, kann man so mit weglaufen. Hier vorne ist ein Fach, wo man irgendwie eine Beschreibung oder eine Visitenkarte oder ein Finger weg oder so reinpacken kann, was ganz Herr und Frau hervorragend funktioniert. Was kann man damit zum Beispiel packen? Also es gibt diese Tasche auch tatsächlich in Komplettrot. Und ist dann gerade für Erste Hilfe noch ein bisschen schöner, weil du es wirklich findest. War in unserem Fall erstmal zweitrangig. Aber wir haben die zum Beispiel als Taschen, die wir an die Intensivbetten hängen. Das sehen wir jetzt hier ganz gern mal. So, wir haben die Tasche gepackt als Erste-Hilfe-Tasche. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben eine Schere. Die Schere packe ich hier oben mal in die Tasche. Da ist hier auch so eine wunderschöne Gummischlaufe, mit der das gehalten wird. Auch das passt sehr, sehr gut. Wir haben als nächstes das, was als erstes passiert, das sind irgendwelche Bagatellverletzungen. Und das ist letzten Endes auch nichts Neues. Das sind drei Pflastersets. Das ist einmal Watergel. Packen wir da oben rein. Und wir packen da oben rein. Kompressen, vier Stück an der Zahl. Also 4 mal 2 Kompressen in steril, 10 mal 10 cm. Alkoholtupfer, Steri-Strips für die erweiterte Wundversorgung. Wir gehen einen weiter runter. Da packen wir rein 2 Traumabandagen, 2 mal komprimierte Gase. Da passt auch rein das Tourniquet und 2 Rettungsdecken. Und wir haben hier das Desinfektionsspray, packe ich hier oben bei der Wundversorgung noch mit rein. So, was können wir noch reinpacken? Wir haben einmal noch Medikamente des Vertrauens, die können wir reinpacken. Die würde ich in dem Fall aber ganz unten reinpacken. Was hier aber zum Beispiel auch noch reinpasst, das ist eine Samsblind und 2 Easy Bandages. Dann machen wir den zu. Wie gesagt, hier haben wir Medikamente drin. Dann können wir da, das hier würde ich zum Beispiel noch bei der Wundversorgung reinpacken. Und hier unten dann zum Beispiel Splitterpinzette,
Thermometer und einen wasserfesten Stift. Hier oben in die flache Tasche passt zum Beispiel Por la Documentación unsere Lieblings Rapid Rescue Documentation Chart rein. Dreiecktuch können wir hier bei der Wundversorgung auch gern dazu packen. Jetzt machen wir das Ganze zu oder versuchen unser Glück zumindest mal. Haben hier ein fertiges Täschchen eingepackt und fertig ist der lustige Lurch. Hier vorne können wir noch irgendwas reinpacken, irgendwie ein Zettel, wo drauf steht, was drin ist. Diese Taschen gibt es logischerweise noch in Komplettrot und jetzt können wir hier im Einsatzfall aufmachen, können das Ganze so irgendwo hinhängen und dann klappt es auch mit der Patientenversorgung. Ihr seht, da passt also ein bisschen was rein. Wir können diese Tasche aber auch mit anderen Sachen packen. Gerade in dem Fall, wo wir das Ganze ans Intensivbett hängen. Und man kann dann die Taschen hier tatsächlich beschreiben mit A, B, C, D. Bei A kommt dann ein bisschen was zur Atemwegssicherung rein. Also eine kleine Absaugpumpe, ein paar Güdel- und Wendeltuben. Dann passt tatsächlich rein unser Lieblingsbeatmungsbeutel. Und das wäre dann A, B, Airway, Breathing. Dann haben wir für Circulation, dass hier ein Blutdruckmessgerät mit Stethoskop reinpasst, ein Pulsoxy. Und für das D, für die Neurologie, für den neurologischen Status und für alle weiteren Spiel- und Gangarten kommt hier unten dann ein Blutzuckermessgerät und eine Pupillenleuchte rein und die verschiedenen anderen Spielbausätze drumherum. Dann hast du im Grunde für Diagnostik, so für den Erstangriff schon mal alles dabei. Du kannst das Ding an diesen Ösen hier, kannst du das Ding auch noch an so einem Raumtrenner aufhängen. Du kannst dann, wenn du es halt am Raumtrenner hast, kannst du daraus arbeiten, wie, ne? Dann kannst du eine weitere Tasche, die dann erweiterte oder Wundversorgung und erweiterte Wundversorgung hat, da kommen Traumabandagen rein, da kommen Sandsplint rein, die ebenfalls passen. Das ist schon ziemlich cool. Also das ist so ein bisschen wie IKEA, entdecke die Möglichkeiten. Und das sind so schöne Kleinigkeiten, mit denen wir im Moment gerade am Spielen und Basteln sind. So für unsere A- und B-Dürfnisse, beziehungsweise auch für die von Kooperationspartnern von uns. Das Material, wie gesagt, hält preislich echt den Ball flach und ist qualitativ erschreckend gut. Was wir auch gemacht haben, was ich auch gemacht habe, ist, dass ich auch Tourniquets über Temu bestellt habe. Und Leute, diese Tourniquets, das war wie seinerzeit mit der Amazone und dem Testkauf. Absolut furchtbar. Und hat nicht wirklich viel mehr als das Auspacken überlebt. Ich will euch nicht vorschreiben, welche Tourniquets, welche Traumabandagen oder so ihr kauft. Aber ich möchte euch ein kleines Gedankenspiel dazugeben. Wenn ihr oder einer eurer allernächsten Freunde, Familienangehörige, wie auch immer, am Boden liegt und tatsächlich medizinische Leckabwehr braucht. Das ist für den Ersthelfer an sich, ganz egal ob Profi oder nicht, eine maximal stressige Ausnahmesituation. Braucht mir keiner erzählen, dass es das nicht ist. Doch ist es. Und zwar in ausgewachsen. Und da ist auch relativ egal, ob und welche Techniken du anwendest. Du wirst dir erstmal mehr oder weniger das Beinkleid benetzen. Das Ding ist, wenn du dich da jetzt irgendwie schon überwunden hast und Hilfe leistest, wie ihr das tatsächlich macht, diesen Moment, diese Schrecksekunde überwinden, um Hilfe zu leisten. Das Video gebe ich euch hier gerne mal mit. Und ihr wendet etwas an, was tatsächlich während der
Anwendung versagt und davor seid ihr auch mit dem CAD Generation 7 nicht gefeit. Wenn ihr dann tatsächlich ein günstiges Turnkey aus Chengding Wangdu einsetzt und dieses Turnkey spielt während des Knebelns mit euch das Spiel, der Klügere gibt nach und es geht die Naht auf, aber es gehen die Nähte auf, dass die Gurte sich liebevoll voneinander trennen, der Knebel bricht. Alles so Maximalkatastrophen, das Hakenflauschband gibt nach. Diese Situation werdet ihr im Notfall nicht wieder eingefangen kriegen. Das, was ihr, das einzige, ihr habt auch, da gibt es keinen zweiten und dritten Platz oder so. Wenn ihr die Nummer nicht geschissen kriegt, kriegt ihr die Nummer nicht geschissen. Ganz einfaches Ding. Ich möchte euch eindringlich davor warnen, dass ihr an einer Stelle spart, die eventuell Leben kosten kann. Und wie gesagt, ihr seid auch mit dem CAD Generation 7 nicht wirklich 100% sicher. Einen hundertprozentigen Schutz, das können wir uns alle von der Backe kratzen. Das gibt es nicht. Mein ärztlicher Leiter hat es tatsächlich geschafft, im Auslandseinsatz bei einem Tourniquet, bei einem CAD Generation 7, den Knebel zu schroten. Dafür hat er von allen Beteiligten noch erstmal kräftig Applaus geerntet und hat dann von vier Seiten gleichzeitig irgendwie andere Tourniquets dazu gereicht gekriegt. Aber diese Chance werdet ihr als gemeiner Ersthelfer in dieser unserer Hemisphäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht haben. Dass der Rest der Mannschaft sich totlacht und euch einfach sein nächstes Tourniquet hinreicht. Wäre ja schon glücklich, wenn wir tatsächlich überall da, wo wir AEDs hängen haben, vor allem, dass wir wesentlich mehr AEDs kriegen, aber da tobe ich mich demnächst auch nochmal zu aus, dass wir überall da, wo AEDs öffentlich zugänglich hängen, und ich meine nicht nach Geschäftsschluss, dass du bei der Bank nicht mehr rankommst, sondern ich meine da, wo die wirklich im öffentlichen Raum hängen, dass überall da tatsächlich Traumakits verbaut werden nach dänischem Vorbild. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir ein Umdenken in der Ersten Hilfe kriegen, wird auch das möglich. Aber wie gesagt, ich kasper mich in einem anderen Video dazu aus. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe ein klein wenig Unruhe ins Goldfischglas bringen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Bis zum nächsten Mal.